Amerika, du hast es besser, dichtete einst, naja, wer wohl, Johann Wolfgang von Goethe. Daran fühlt man sich doch erinnert, denn die amerikanische und die europäische Wirtschaft driften immer weiter auseinander. Das merken wir ja auch an den Kapitalmärkten. Ist das nun ein langfristiger Trend, der uns Sorgen machen muss? Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young hat zum dritten Mal untersucht, wie es sich mit den beiden Wirtschaften verhält. Und darüber spreche ich jetzt mit Markus Schweitzer, Managing Partner des Bereichs Advisory bei Ernst & Young Deutschland, Schweiz und Österreich. Herr Schweitzer, was genau haben Sie da untersucht, um die beiden Wirtschaften zu evaluieren? Ja, Herr Dr. Jönemann, wir haben, wie Sie gesagt haben, zum dritten Mal eine Untersuchung gemacht der 300 umsatzstärksten Unternehmungen in Europa und der 300 umsatzstärksten Unternehmungen in Amerika, in den USA. Wir haben verglichen die Umsatzentwicklung, Wachstum und auch die Gewinnentwicklung und haben versucht, Trends nach Branchen, nach verschiedenen Kriterien zu evaluieren. Gut, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier was vorbereitet. Wir schauen uns mal die umsatzstärksten Unternehmen 2013 an. Das können Sie jetzt kurz mal ein bisschen kommentieren. Das ist ja so, dass man auch da bestimmte Rangfolgen haben, wo sich dann etwas verschoben hat. Ja, also Sie sehen auf der linken Seite, wie sich das in Europa darstellt. Auf Platz 1 die Royal Dutch Shell, Platz 2 BP, Platz 3 ein deutsches Unternehmen, Volkswagen, das es hier in die Top 3 geschafft hat. Wenig Veränderung, gar keine Veränderung in den Top 3, wie Sie sehen auf der linken Seite. Auf der rechten Seite die USA, wo wir Walmart-Stores auf Rang 1 haben, von Rang 2 auf Rang 1 gekommen im letzten Jahr durch das Wachstum, Exxon Mobil und Chevron auf den Rängen 2 und 3. Es fällt jetzt schon auf hier, dass wir ziemlich viel Oil and Gas Unternehmen auf beiden Seiten eigentlich in diesen Top 3 drin haben. Wenn man das Ganze noch etwas erweitert sich betrachtet, dann stellt man fest, dass in Europa diese Oil and Gas Unternehmen sehr dominant sind, auch in den Top 10 und auch darüber hinaus. Währenddem der Branchenmix auf der US-Seite etwas stärker durchmixt ist, also durchzogen ist, also besser diversifiziert ist. Gut, aber das Wichtigste sind natürlich die Entwicklungen beim Umsatz. Und da lautet die Überschrift, die USA legen kräftig zu, Europa nur schwach. Da stellt sich natürlich auch schon mal ein bisschen die Frage, ist das währungsbedingt, dass sich da Veränderungen ergeben haben? Oder was war der Grund, warum eben Amerika doch deutlich stärker gewachsen ist? Also zunächst einmal, wir haben auf der linken Seite in Europa praktisch eine Flachentwicklung, 0,5% Umsatzwachstum im Durchschnitt dieser 300 Unternehmungen, zu 4% in den USA. Auf der rechten Seite ist doch schon ein spürbarer Unterschied. Da gibt es verschiedene Gründe. Ich möchte zunächst mal natürlich die schwache Konjunkturentwicklung in Europa nennen, als wesentlichen Grund sicher. Das Ganze überlagert durch Währungseffekte, die letztes Jahr ziemlich stark sich ausgewirkt haben in den Unternehmensbilanzen. Wir haben eine Abwertung gesehen des US-Dollars, des britischen Pfunds und vor allem der Währungen wichtiger Schwellenländer auch gegenüber des Euros. Und das hat sich natürlich in der Umrechnung dann in Euro, hat sich dann stark auf die Umsatzentwicklung auch ausgewirkt. Also ein doppelter Effekt sozusagen, der sich ergeben hat. Gut, also die schwache Konjunktur in Europa ist eben der Euro-Schuldenkrise weitgehend ja auch geschuldet. Sie haben ja eben Europa relativ weit gefasst. Sie haben ja auch Russland beispielsweise drin. Genau. Die russische Wirtschaft wächst kaum noch aus den bekannten Gründen, sehr rohstofflastig und dann natürlich noch durch diese aktuelle Krise. Schauen wir uns weiter an, wie das Ganze jetzt nach operativem Ergebnis aufgeteilt ist. Was fällt da auf? Gibt es da doch Veränderungen? Aber auch hier sieht man natürlich, die Ölkonzerne sind weiterhin oben an. Also die verdienen offenbar trotz bestimmter Turbulenzen vielleicht auf den Ölmärkten immer noch hervorragend. Ja, man könnte auch sagen, in Europa verdient die Old Economy
das meiste Geld, währenddem in den USA auch die New Economy sehr, sehr viel stärker zum Ausdruck kommt. Apple, wir haben IT-Unternehmen wie Apple, Microsoft in den Top 10, IBM in den Top 10 drin. Insgesamt haben wir eine dynamischere Entwicklung in den USA, was das Gewinnwachstum anbelangt. Wir haben in Europa einen Gewinnrückgang. Das schauen wir uns hier an, haben wir gleich auf der nächsten Grafik nochmal. Richtig. Da sehen wir minus 3 und plus 5, das ist schon ordentlich. Ja, das zeigt ganz eindeutig, dass sich eben die schwächere Umsatzentwicklung auf der einen Seite und eben auch die Kostenentwicklung auf der anderen Seite sich dann doppelt negativ ausgewirkt haben auf die Gewinnentwicklung in diesen beiden Areas. Gibt es auch Schwierigkeiten innerhalb der Firmen? Sind also amerikanische Firmen anders aufgestellt? Sind sie robuster? Sind sie dynamischer generell, also losgelöst von der konjunkturellen Rahmenlage? Ja, wir haben ja, wie gesagt, die Analyse zum dritten Mal gemacht. Wir stellen generell eine stärkere Volatilität fest der Gewinnentwicklung in den USA. Also die Gewinne erholen sich auch schneller nach einer Delle in den USA. Ja. Wir führen das unter anderem auch zurück auf eine andere Unternehmensdynamik, aber auch auf die anderen unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ja, ganz klar. Jetzt würde ich als Europäer, wir schauen uns weiter an, die Gewinnmargen, das ist ja auch dann wiederum ein wichtiger Punkt. Ja. Auch hier sehen wir ganz klar, dass die Gewinnmargen in den USA größer sind. Jetzt würde ich böserweise als Europäer sagen, naja, die USA haben ganz andere Sozialstandards, die müssen nicht so viel bezahlen. Ja, das wäre zu kurz gegriffen, denke ich. Also ich glaube, es ist eine ganze Menge von Faktoren, die darauf einwirken. Nehmen wir mal das Thema Energiekosten. Wir haben in den USA seit einiger Zeit Zugang zu günstiger Energie. Stichwort Schiefergas, Schieferöl, was aus politischen Gründen in Europa weniger opportun erscheint. Da haben US-amerikanische Unternehmen ganz klar einen Vorteil. Weiter würde ich auch sagen, was die institutionellen Rahmenbedingungen anbelangt, etwas breiter gefasst, als Sie es gefasst haben vorher, dass wir hier natürlich einen flexibleren Arbeitsmarkt haben in den USA und das sicher auch beiträgt zu einer dynamischeren Entwicklung der Unternehmen, je nach Konjunkturverlauf. So, wenn bei uns die Konjunktur anspringen würde, was ja zumindest diskutiert wird, wo es auch einige zarte Zeichen geben sollte, würde das dann die Verhältnisse deutlich ändern? Vielleicht wächst ja die USA im nächsten Jahr nicht mehr so stark und die europäische Konjunktur gewinnt an Fahrt. Ja, ich glaube, die Wachstumsimpulse sind dringend nötig im Binnenmarkt oder in den europäischen Binnenmärkten. Aber man darf nicht vergessen, dass diese 300 Top-Unternehmungen sehr stark exportabhängig sind. Also die weltweite Konjunkturentwicklung ist ein ganz wichtiger Treiber und wichtiger Faktor. Es würde nicht ausreichen, denke ich, nur die Binnenmarktentwicklung anzukurbeln, um wirklich nachhaltig auch eine bessere Entwicklung der Unternehmen zu sehen. Exportstärke ist ja nicht unbedingt ein Kennzeichen der amerikanischen Unternehmen, mal abgesehen von solchen Firmen wie Apple. Also würde das Europa helfen, wobei man in Europa ja offenbar auch differenzieren muss. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Also, weil Europa gibt es ja einzelne Länder, die exportstark sind, das sind wir, absolut, ganz klar, während die Franzosen sich freuen würden, wenn sie ein bisschen mehr exportieren könnten. Ja, interessanterweise sind ja genau die Unternehmen, die alles richtig gemacht haben strategisch, also die sehr stark exportieren, sich auf den Märkten der Schwellenländer positioniert haben, die sind ja letztes Jahr zusätzlich bestraft worden durch die Währungseffekte gerade. Also man darf sich davon auch nicht irritieren lassen. Man darf nicht die langfristige Strategie dadurch in Frage stellen. Ich würde es durchaus langfristig als Stärke sehen, eine breite geografische Abstützung auch zu haben, was die Exportmärkte der europäischen Unternehmen anbelangt. Muss sich Europa Sorgen machen? Also ein paar Unterschiede gab es ja immer. Muss man sich Sorgen machen, dass das eben doch ein Trend ist, der dazu führt, dass Europa weiter zurückfällt?
Da gab es ja immer mal wieder, auch in der Vergangenheit, große Debatten, die amerikanische Herausforderung in den 70er Jahren. Ist das etwas, wo auch dann die Politik agieren muss? Wir sind ja dabei, gerade unsere europäischen Institutionen nach dieser Finanzkrise auch zu überarbeiten. Ich würde einerseits davor warnen, jetzt zu kurzfristig und zu vorschnell Schlüsse aus einer beispielsweise solchen Analyse zu ziehen und für die Politik direkte Handlungsanweisungen abzuleiten, weil, wie gesagt, auch kurzfristige Einflüsse, Währungseinflüsse hier mit eine Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz, die Fundamentalfaktoren, die wir angesprochen haben, institutionellen Rahmenbedingungen, Energiepolitik beispielsweise auch, die bleiben. Und ich denke, es ist wichtig, dass die europäische Politik das sehr gut verfolgt, weiterverfolgt und darauf bedacht ist, dass die kompetitiven Unterschiede hier zumindest nicht größer werden zur amerikanischen und ausländischen Konkurrenz. Also würde sich das jetzt auf die Energiepolitik konzentrieren oder sollte man eben halt auch mehr Flexibilität, mehr Binnenmarkt, mehr Liberalisierung hier wagen? Also eben deswegen mehr, wie die amerikanischen Unternehmen auch agieren. Ich meine, wir haben ja mit der Eurosklerose in den 80er Jahren Erfahrung gemacht, negativ, die dann durch den Binnenmarkt in den 90er Jahren weggewischt wurde. Ja. Auch das ist natürlich ein politisches Spannungsfeld, logischerweise die Frage der Liberalisierung beispielsweise der Arbeitsmärkte versus sozialer Friede, der sicher auch ein ganz positiver Stabilitätsfaktor ist und der langfristig, denke ich, auch stabilisierend wirken kann. Ich glaube, man kann es hier nicht auf einen Faktor runterbrechen und eine einseitige Handlungsanweisung für die Politik geben. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Ein Trend, der uns ein bisschen beunruhigen sollte, auch wenn wir Währungseffekte herausrechnen. Aber das ist uns ja allen bekannt, dass Europa noch einiges an Hausaufgaben zu machen hat, um im internationalen Wettbewerb wieder an Format zu gewinnen. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.